Und so hat der kleine Schlumpf das Dorf vor dem Drachen gerettet. Und sie lebten alle schlumpfig bis ans Ende ihrer Tage. Ende. Das ist meine allerliebste Geschichte, Papa Schlumpf. Würdest du sie mir bitte nochmal vorlesen? Tut mir leid, Sassette, aber ich muss jetzt wirklich an meine Arbeit zurück. Oh. Eines Tages wirst du selbst lesen lernen. Oh, aber ich mag es viel lieber, wenn du mir vorliest. Nun lauf mal los und spiel, Sassette. Vielleicht habe ich später noch Zeit, um dir die Geschichte noch einmal vorzulesen. Oh, vielen Dank, Papa Schlumpf. La 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 la. Alle mal herkommen, Schlümpfe! Ich, Schlaubi Schlumpf, veranstalte einen Bücherverkauf, um Platz zu schaffen für die allerneueste Ausgabe von Bemerkungen von Schlaubi Schlumpf. Praktisch werde ich sie verschenken. Nein, ich verschenke sie nun wirklich. Und nun, wer wird mein erster Kunde sein? Ich glaube, meine Schlumpfbeerkuchen brennen an. Die heiße Sonne welkt meinen Rhabarber. Von meinen Blumen gar nicht erst zu reden. Also, ich muss jetzt auch gehen. Warte doch, Sassette! Ich kann es kaum ertragen, dass du die Gelegenheit verpasst, eine meiner Ausgaben dein eigen zu nennen. Aber Schlaubi, ich kann doch noch nicht einmal lesen. Du kannst nicht lesen? Das bedeutet, du kannst nicht Anteil nehmen an dem außerordentlichen intellektuellen Genuss meiner Aussagen von Schlaubi Schlumpf und dich damit dann natürlich auch nicht weiterbilden? Was? Kümmerst du dich um den Laden, Clancy? Und natürlich mach ich, Schlaubi. Bei mir wirst du ganz schnell lesen lernen. Überlass das nur Professor Schlaubi Schlumpf. Und nun pass schön auf, Sassette. A ist wie bei Antwort. Schlaubi Schlumpf weiß immer die richtige Antwort. B ist wie Bestes. Schlaubi Schlumpf ist der Beste. L gibt es in Schlau. Schlaubi Schlumpf ist immer der Schlauste. Und am Ende der letzte Buchstabe ist ein Z wie Zebra. Schlaubi Schlumpf hat noch nie ein Zebra geritten. Hm? Sassette, passt du auch auf? Aber natürlich, Schlaubi. Hey, Sassette. Papa Schlumpf hat uns erlaubt, ins Schwimmloch zu gehen. Kommst du mit? Planschende Spatzen und ob ich möchte. Augenblick mal. Ich werde es einfach nicht zulassen, dass ihr Sassette von ihrem Bemühen, sich Wissen anzueignen, abhaltet. Oh Gott. Papa Schlumpf, ich glaube, dem Baby fehlt was. Oh, was wird er denn haben? Großer Schlumpf. So einen Ausschlag habe ich noch nie gesehen. Hier, leg Baby ins Bettchen. Ich versuche, ein Mittel in meinen Büchern zu finden. Ja, Papa Schlumpf. Nun wollen wir doch mal sehen. Jede Aussage von Schlaubi Schlumpf ist wie ein Keim. Was? Das heißt Edelstein, nicht Keim. Oh. Schlaubi, kann ich dich vielleicht mal eben sprechen? Oh, sag es nicht, Clumsy. Irgendein Schlumpf will partout eins meiner Bücher haben. Naja, das war nicht gerade ein Schlumpf. Baby ist mit einem Buch weggelaufen. Oh nein, wenn ich das Buch nicht wiederfinde, werden meine Perlen der Weisheit für immer verloren sein. So, warte doch. Was ist jetzt mit mir? Bis ich zurück bin, wirst du lesen, lesen, lesen. Ich kam... Ich sah, ich schlumpfte immer so weiter. Leidende Seidenraupen, ich habe keine Lust mehr. Wenn ich Papa Schlumpf jetzt erzähle, wie schwer Schlaubis Unterrichtsstunden sind, vielleicht erlaubt er mir aufzuhören. Ah, ich habe alle meine Bücher intensiv durchgearbeitet, um ein Mittel gegen Babys Ausschlag zu finden. Vielleicht weiß ja Omnibus ein Mittel. Papa Schlumpf! Hä? Papa Schlumpf! Ja, Sassette? Ich habe es versucht, wirklich ehrlich versucht, Papa Schlumpf. Aber lesen zu lernen ist für mich zu schwer. Ich weiß, ja, es kann sehr schwer sein, Sassette. Aber wenn du es immer wieder versuchst, wird sich die Mühe gelohnt haben. Weißt du, die Antwort auf die meisten Probleme kann man hier in den Büchern finden. Aber wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss schnell zu Omnibus eilen. Und was soll ich jetzt machen? Papa Schlumpf hat gesagt, die Antwort zu den meisten Problemen findet man in Büchern. Vielleicht finde ich die Antwort zu meinem Problem in seinen Büchern. Das ist auch nicht viel besser. In diesen Büchern stehen ja nur dumme Zaubersprüche drin. Außer in diesem Buch. Es ist leer. Wenn du diese Worte liest, was immer du auch danach sagst, wird Wahrheit werden. Nun, wenn das so ist, ich will nie mehr ein Buch sehen. Nie, nie mehr will ich ein Buch sehen. Oh, oh.
werde ich meine geheimen Zutaten hinzufügen und diese Cremewaffeln werden ganz einfach köstlich im Munde zergehen. Huch! Ich hab's geschafft, Clumsy. Meine kostbaren Worte wären beinahe verloren gegangen. Aber durch gezielten Einsatz meiner Intelligenz wurde das Unmögliche möglich. Ah, mein Buch! Oh, weia, Schlaubi. Ich glaube, die Unmöglichkeiten waren größer, als du dachtest. Das Rezept, das du benötigst, um Baby zu heilen, findest du in diesem Buch, Papa Schlumpf. Vielen Dank, Omnibus. Und jetzt muss ich aber ganz schnell in das Dorf zurückkehren. Großer Schlumpf! Ah, meine Bücher, sie sind alle verschwunden. Und auch das, welches du mir gerade gegeben hast. Wer würde denn so etwas tun? Harmonie, das klingt ja furchtbar. Ich weiß, aber ohne meine Musikbücher war es mir unmöglich zu üben. Tut mir leid, Farmi. Aber ohne meine Handbücher kann ich deine Mühle nicht reparieren. Aber Handy, ohne die Mühle können wir kein Korn mahlen. Und ohne Korn haben wir überhaupt nichts zu essen. Ich weiß, ich muss eben meine Bücher zurückhaben. Oh nein, nicht schon wieder, Schlumpfeintopf. Ja, ich fange an, meinen Appetit zu verlieren. Tut mir wirklich leid, Schlümpfe, aber ohne meine Kochbücher ist dies das einzige Essen, das ich kochen kann. Nun, Herr Frosch, Sie brauchen jedenfalls keine Bücher. Aber ich kenne 102 Schlümpfe, die welche brauchen. Schnappender Schwertfisch. Ich vermisse meine Märchenbücher mehr denn je. Ey, Sazette! Komm, Papa Schlumpf ist zurück. Papa Schlumpf? Aber ich will nicht... Dieses Dorf kann nicht mehr weiter existieren, wenn ich meine Handbücher nicht zurückbekomme. Jeder Schlumpf verweigert die Nahrung, wenn ich ihnen ständig nur Schlumpfeintopf koche. Ja. Wie geht es denn dem Baby? Ich mag Baby gar nicht ansehen. Genau, was ich schon befürchtet habe. Die gelben Blasen werden immer schlimmer. Kannst du denn dem Baby überhaupt nicht helfen, Papa Schlumpf? Ohne Omnibus-Buch kann ich überhaupt nichts unternehmen, Sazette. Wir müssen etwas unternehmen, Papi. Ein Leben ohne Bücher wäre überhaupt kein Leben. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit. Wenn ich zum Brunnen der Weisheit gehe, vielleicht kann ich ihn überreden, die Bücher der Welt zurückzugeben. Oh, Papa Schlumpf, es ist alles meine Schuld. Was willst du damit sagen, Sazette? Durch mich sind alle diese Bücher verschwunden. Durch dich? Ich habe mich nicht getraut, es jemandem zu erzählen. Aber jetzt, wo Baby unsere Hilfe braucht, muss ich einfach die ganze Wahrheit sagen. Sazette, wie konntest du so etwas tun? Ich wollte ja gar nicht, dass alle Bücher sofort verschwinden. Ich wollte ja nur erreichen, dass ich nicht weiter lernen muss. Du mochtest meinen Leseunterricht nicht? Das ist doch einfach unglaublich. Papa Schlumpf! Glaubi, daran bist du teilweise schuld, ja. Meine Schuld? Lesen soll Freude bereiten, keine Arbeit sein. Aber Papa Schlumpf, was könnte freudenreicher sein, als Aussagen von Schlaubi Schlumpf zu lesen? Sazette, ich möchte gern, dass du mit mir gehst. Wir wollen den Brunnen der Weisheit überzeugen, die Bücher zurückzugeben. O Brunnen der Weisheit, ohne Bücher ist die Welt ein trauriger Ort. Mit deiner Güte, bitte schenke der Welt die Bücher wieder zurück. Bücher sind bestimmt der wertvollste und seltenste Schatz der Welt. Ich kann sie aber nur zurückgeben, wenn derjenige, der sie von der Welt verstoßen hat, mir etwas von großem Wert gibt. Oh, ich würde alles geben, um die Bücher zurückzuholen. Wirklich alles. Du kannst meine Haarbürste haben oder meine alte zerschlissene Schlumpfpuppe oder selbst meinen kleinen Frosch. Nein, junger Schlumpf, ich brauche etwas von viel größerem Wert. Aber ich besitze doch gar nichts. Und wenn du uns die Bücher nicht zurückgibst, wird Totti uns nie mehr was Richtiges kochen können und Handy nichts reparieren. Und das arme Baby wird nie wieder gesund. Oh bitte, lieber Brunnen, du musst uns unsere Bücher zurückgeben. Du musst es einfach. Ah, das ist es, was ich brauche. Nichts ist von größerem Wert als eine Träne, die aus dem Herzen kommt. Oh, Schlumpf sei Dank, der Zauber ist gebrochen. Jetzt kannst du das Baby wieder gesund machen. Oh, Himmel, vielen Dank. Du bist der Schlumpfigste. Komm schnell, Sazette, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Hier eine Spitze Zimt und ein wenig Ingwerwurzel. Ah, ich hoffe nur, dass es wirkt. Oh.
Ja, das ist ein Baby, das ich gern sehe. Ein Dreh nach links und dann zwei scharfe Umdrehungen nach unten. So, das müsste es sein. Oh. Oh, bitte, dank nicht mir, dank lieber meinem Handbuch. Es gibt durchaus Schlümpfe mit etwas Verstand. Aber schlau wie Schlumpf ist die fleischgewordene Intelligenz. Hierher, zu mir, meine Schlümpfe, und versucht doch mal meine allerschlumpfigsten Schlumpfbergkuchen. Ja. Darauf zu warten war schon wert, Totti. War das ein Tag. Liest du mir noch mal meine allerliebste Geschichte? Bitte, Papa Schlumpf, du hast es mir versprochen. Ja, wir wollen sie auch hören. Bitte. Nun fange ich also an. Oh, Junge. Es war einmal ein ganz böser Drache, der im Wald lebte. Und niemand im Schlumpfdorf war vor ihm sicher. Dann eines Tages... Dann eines Tages entschloss sich ein ganz braver Schlumpf, sich mit dem Drachen zu messen. Darum ging er hinein in den tiefen Wald. Hilfe! Hört mal her! Keine Panik! Ihr müsst euch nur über Wasser halten! Ja, machen wir, Schlumpfine! Eines Tages werde ich noch eine feuchte Sinfonie für wasserbetriebene Blasinstrumente komponieren. Mach es das schwer, während eines Notfalls so gut wie möglich auszusehen. Baby! Hat einer von euch Baby gesehen? Schlumpf sei Dank, Baby ist in Sicherheit. Hilfe! Ja, ich komme, Schlumpfi! Das wird aber auch langsam Zeit, Klumpfi. Wieso hast du so lange gebraucht? Ja, entschuldige, und was tun wir jetzt? Jetzt hetz mich nicht, Klumpfi. Ich hatte gerade ein furchtbares Erlebnis. Jetzt müssen wir aber zusammenarbeiten, um diese Flut zu stoppen. Genau das dachte ich auch gerade, Schlumpfine. Wir müssen was finden, womit wir den Geysir abdichten können. Wie ich gerade gesagt habe, Klumpsi, warum suchst du nicht was, um ihn abzustopfen? Nehmen wir doch diese Steine, Schlaubi. Mach dich nicht lächerlich, Klumpsi. Diese Felsen sind viel zu schwer. Ach, und sie, wir schubsen einen runter und verstopfen ihn damit. Sieh mal einer an, genau das habe ich auch gerade gedacht. Gut, dass ich sie entdeckt habe, Schlumpfine. Kein Wunder, dass Papa Schlumpf mir die Verantwortung übertragen hat. Hier. Alle Schlümpfe hierher! Ihr habt uns gehört, schlumpft los, aber schnell! Alle Schlümpfe schieben! Nein, Klumpsi, das waren wir alle zusammen. Genau. Was für ein schreckliches Durcheinander. Mir gefällt das. Wir packen Matschkuchen. Franchi, vergiss das nicht. Wir müssen erstmal Opas Kiste finden. Unmöglich. Das ist, als würden wir eine Stecknadel im Matsch auf ihn suchen. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen eben einfach alles noch einmal umgraben. Da hast du recht, Schlumpfine. Ich glaube, ich hole lieber meine Karte. Wirklich sehr komisch, Baby. Absolut. Toll. Auf einer trockenen Kiste lässt sich's leicht lachen, hä? Auf einer Kiste. Hey, Schlümpfe, ich hab sie gefunden. Ich hab Opas Kiste gefunden. Naja, Baby und ich haben die Kiste gefunden. Na schön, Baby hat sie gefunden, ja. Ja! Du großer Schlumpf, ich hatte gehofft, wir könnten ihn aus dem Weg gehen. Die sehen sehr ungemütlich aus. Wer ist das, Opi? Wilde hölzerne Krieger, bekannt als die Tikis. Sie sind nicht besonders freundlich zu Besuchern, im Gegenteil. Sie stoßen sie in ihren Vulkan. Als ich das letzte Mal auf der Tiki-Insel war, bin ich nur knapp diesem Schicksal entgangen. Dann müssen wir besonders vorsichtig sein, meine kleinen Schlümpfe. Sag mal, Opi, warum schleichen wir nicht einfach um die Tikis herum?
Weil der Pfad, den wir suchen, der ist, den die Tikis benutzen. Ich schätze, Opa will uns damit sagen, dass wir die Tikis nicht umgehen können. Ich hab gleich verstanden, was er sagen wollte. Was sind das für Zeiten, in denen einem die Schlumpfbären ausgehen? Ich fürchte mich nicht vor ihm. Jetzt, meine kleine Schlumpfe. Ich komme schon, Papa Schlumpf. Umma-Tiki. Großer Schreck, der Tiki hat Totti gefangen genommen. Vielleicht kann ich diesen wandelnden Holzklotz ablenken und ihr lege ich den Rest. Uga, Uga. Jetzt ihr beiden hoch. Ja, gleich habt ihr es geschafft. Los, komm, Totti. Ja. Totti, dein Magen hätte beinahe unsere ganze Mission in Gefahr gebracht. Tut mir leid, Papa Schlumpf. Oh, was ist denn das, Opa? Das nennt man eine knappe Flucht. Oh, das nennt man Schlumpfverrang. Manchmal kann so ein Ding sehr nützlich sein. Zeig uns doch mal, wie man einen solchen Schlumpfverrang wirft, Opi. Jetzt nicht, Sassett. Wir müssen auf den Gipfel des Vulkans klettern. Riesiges Rhinoceros. Da sind ja unendlich viele Stufen. Großer Schlumpf, wie sollen wir das bloß schaffen? Wir müssen es einfach schaffen. Ich versuche euch nicht zu verlieren. Warte auf uns, Opa! Umma Tiki, Umma Tiki, Umma Tiki, Umma Tiki, Umma Tiki. Tut mir leid, wenn ich euch unterbrochen habe. Also meinetwegen müsst ihr nicht aufhören zu tanzen. Wir tanzen nämlich auch gerne, stimmt's, Azrael? Ich wette, ihr wundert euch, warum ich hier so reingeschneit komme. Ich bin auf der Suche nach 6 kleinen blauen Kreaturen, ungefähr so groß. Wenn ich bescheiden fragen darf, ihr habt sie nicht zufällig gesehen? Ich verstehe. Wie ich sehe, seid ihr ein wenig ungehalten. Na ja, ich finde sie auch allein. Komm, Azrael. Auf Eier, auf Eier. Hier lang, Azrael. Oh nein, lass mich in Ruhe. Kommt, Schlümpfe, jetzt gehen wir hier lang. Teilende Trolle, macht das nicht Spaß, Papi? Spaß? Ich könnte mir was Schöneres vorstellen. Ich weiß, was du meinst, Papa Schlumpf. Heftig, dir wächst ja auf einmal ein Bart wie Papis. Und was ist mit deinen Haaren? Meine Haare? Die sind grau. Was bedeutet das? Der Stein des langen Lebens verliert seine Kraft rapide. Dann bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Wir müssen das letzte Element kriegen, den Flammenball, bevor es zu spät ist. Schlaubi, kannst du mir mal sagen, was du mit der Brechstange vorhast? Na, ich werde damit die Kiste öffnen. Papa Schlumpf hat gesagt, wir sollen die Kiste finden. Dass wir sie öffnen sollen, davon war nicht die Rede. Er hat aber auch nicht gesagt, dass wir sie nicht öffnen sollen. Schlaubi, steh bitte wieder auf. Du machst mir Angst. Vielleicht sollten wir wirklich warten, bis Papa Schlumpf wieder zurück ist. Oh, ich habe eine Falte. Oh nein, 2 Falten. Du großer Schreck, Dutzende von Falken. Ich brauche eine Schlammpackung dringend. Schlumpfine, deine Haare werden ja ganz weiß. Oh je, was passiert denn nur auf einmal mit uns? Ich hasse, was mit uns passiert. Vorsichtig, Heftig, ganz vorsichtig. Ich versuch's ja, Hände, aber den Feuerball zu fangen ist nicht so einfach wie einen Schlumpfball zu schlagen, weißt du. Und meine Hand ist eben nicht mehr so ruhig, wie sie mal war. Warte, ich helf dir, Heftig. Vielleicht können wir ja zusammen einen dieser Feuerbälle fangen. Natürlich, Opa. Wir schaffen das. Das hoffe ich. Oh nein, seht nur, das Seil hat Feuer gefangen. Damit hast du recht, Handy. Aber das sehen wir auch. Dafür, dass so viel auf dem Spiel steht, haben wir sehr wenig Zeit. Ihr dürft nicht verzweifeln. Ihr schafft es. Ihr schafft es. Ihr müsst es nur richtig wollen. Du hast gut reden. Schnell, beeilt euch. Zieht es hoch, bevor das Seil reißt.
Wir ziehen so schnell wir können, Papa Schlumpf. Ich hab's so schlumpfig gefangen, Porky. Du hast uns gerettet. Dank mir nicht zu heftig, Hefty. Mein alter Rücken tut mir weh. Jetzt haben wir alle vier Elemente, meine kleinen, alternden Schlümpfe. Aber wir müssen erst noch damit den Stein des langen Lebens aufladen. Nachdem alles so gut geklappt hat, denke ich, dass wir das auch schaffen. Ja, und kein Moment zu früh. Meine schmerzenden Knochen sagen mir, unsere Zeit ist kurz. Umma-Tiki, 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 Umma-Tiki. Beeilt euch, meine kleinen Schlümpfe! Wir müssen zu unserem Schuh zurück! Das wäre sogar ein schweres Unterfangen, wenn ich noch jung wäre. Oh Schreck, der Schuh ist weg! Oh. Er ist tatsächlich ganz und gar verschwunden. Naja, er läuft doch nicht einfach weg und lässt uns im Stich, oder? Kein Schuh kann so gemein zu uns sein. Seht euch um, meine kleinen Schlümpfe. Wir müssen ihn finden, sonst ist alles verloren. Schuh, wo bist du? Was machst du denn da, Opa? Ich beobachte die Tikis. Unser Schuh wird gerade dem Tiki-Vulkan geopfert. Großer Schlumpf, das müssen wir unbedingt verhindern. Warte, Papa Schlumpf. Opi kommt nicht mit. Das schaffe ich nie. Macht ohne mich weiter. Wir werden dich nicht im Stich lassen, Opa Schlumpf. Entweder gehen wir alle oder keiner. Oh nein! Mami! Eigenartig, das hörte sich eben an wie Papi Gargamel. Ach, deine Ohren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Abu, das war knapp, Azrael. Ich hasse diese Tikis fast noch mehr als diese schrecklichen Schlümpfe. Aua, aua, aua. Und denkt dran, immer einen Schritt nach dem anderen, ihr Schlümpfe. Hey, Opi, geht es dir nicht gut? Doch, ich bin nur schrecklich müde. Klettert weiter, ihr müsst den Schuh retten. Oh, ach du großer Schlumpf. Wir sind zu spät. Unser Schuh, der verbrennt ja. Wir haben noch den Hauch einer Chance. Wir müssen nur nahe genug herankommen, um Handys Winde benutzen zu können. Wir sind dicht hinter dir, Papa Schlumpf. Ab hier geht es nur noch bergab, Opi. So, Azrael, jetzt lass uns mal überlegen, auf, wie wir hier hintreten, meine kleinen Schlümpfe. Oh, die Schlümpfe. Jetzt haben wir es geschafft, Opi. Es hat nichts genützt, Sassert. Vergiss. Wir haben aber immer noch, weswegen wir gekommen sind, Opa. Falsch. Ich hab's. Gargamel. Ja, ich bin's. Ich bin euch an alle vier Ecken der Welt gefolgt, um diesen Schatz in meine Hand zu bekommen. Gargamel, jetzt hör mir doch zu. Papa Schlumpf? Und ich dachte, ich hätte eine anstrengende Reise gehabt. Das verstehst du nicht. Der Schatz ist wertlos für jedermann, außer für die Schlümpfe. Spar deine Puste, Papa Schlumpf. Klingt, als würdest du sie noch brauchen. Komm, Azrael. Diesmal fallen wir auf ihre Tricks nicht rein. Harry, ihr könnt euren winzigen Schatz behalten, aber helft mir! Klingt ganz ehrlich. Du kennst Gargamel nicht, Opa. Los, wirf den Schatz rauf, dann helfen wir dir auch. Alles, was ihr wollt. Ihr fangt! Los, lasst uns lieber sofort verschwinden! Hilfe! Aber was ist mit Papi Gargamel? Können ihn doch nicht so zurücklassen. Da hast du recht. Was man verspricht, muss man auch halten. Was? Dieser irre Zauberer hält nie, was er verspricht. Wir müssen ihm helfen, das ist ein Schlumpfgesetz. Wenn wir aufhören würden, schlumpfig zu sein, auch wenn es unser letzter Tag wäre, würden wir keine Schlümpfe mehr sein. Wir retten dich, Papi Gargamel. Halt nur durch. Ich werde es versuchen, aber beeilt euch. Meine Nase glüht schon.
geschieht, meine kleinen Schlümpfe? Er ist viel zu schwer für uns, Papa Schlumpf. Zieht fester, ihr kleinen blauen Schwächlinge. Ich kann nicht fester ziehen, Papi Gargamel. Ich glaube, jetzt haben sie ihn, Papa. Au! Omnibus anderer Schuh. Also so ist uns Gargamel gefolgt. Entdeckung! Schnell rein hier! Armer Papi Gargamel. Pah, wir sind arm, dass wir hier rein müssen. Ich hoffe, er hat seine magische Kraft nicht verloren. Bring uns nach Hause. Ja, es funktioniert. Juhu. Diese miesen Schlümpfe, das ist alles ihre Schuld. Oh, mir glüht die Socke. Ja, Azrael, ein Weg nach draußen. Gargamel ist noch nicht am Ende. Wir sagst denn, wir sind in Sicherheit. Oh nein! Schon wieder diese irren Holzköpfe! Was habe ich denn bloß getan? Ah, Mami! Wir sind doch auf dem Nachhauseweg, oder Papi? Ja, Sassette, ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät kommen. Oh, wie! Die Sonne ist gleich weg! Und Papa Schlumpf ist immer noch nicht zurück. Ja, Schlumpfine, wie Papa Schlumpf immer sagte, ich hab vergessen, was er immer sagt. Oh weh, wenn Papa Schlumpf nicht bald wieder zurückkommt, dann ist jede Hilfe für uns zu spät. Ja, ja, ja. Hallo, Schlaffi, willst du eine Überraschung? Klar, Jokey, alles, was diesen Ort belebt. Ich wünsche dir fürs nächste Mal mehr Glück, Jokey. Ein letztes Lied auf die alten Zeiten. Harmony, Schlumpf um dein Leben, lauf! Oh weh, das ganze Dorf bricht über uns zusammen. Wo bleibst du, Papa Schlumpf? Was ist das für ein Geräusch? Ich höre was, aber ich kann nicht sehen. Was ist denn das? Oh, Schreck, eine Invasion. Was ist das? Ich würde nicht so dicht rangehen, wenn ich ihr wäre. Dieser Stiefel ist mir nicht geheuer. Wer weiß, was damit los ist. Vielleicht ist er vergiftet. Papa Schlumpf! Ah, wie ich bereits sagte, willkommen zu Hause, Papa Schlumpf. Habt ihr die Kiste gefunden? Ja, Opa, ich hab sie gefunden. Oh ja, ich meine, Baby hat sie gefunden. Sie steht dort hinten auf dem Dorfplatz, Papa Schlumpf. Wo ist der Schlüssel, Opa? Der Schlüssel? Ja, wo ist er denn nur? Ich hatte ihn doch irgendwo hingetan. Mal sehen. Das ist er nicht. Auch nicht. Auch nicht. Beeil dich, die Sonne ist fast weg. Aha, hier ist er. Ach, ein Glück, Opa. Oh. Der Stein des langen Lebens ist fast weg. Es darf noch nicht zu spät sein. Jetzt, Opi? Jetzt. Luft. Wasser. Feuer. Erde. Speis den kleinen Stein. Damit er größer werde, der Stein des langen Lebens, der sich bietet dar, hält die Schlümpfe stark für 1000 Jahre. Ah. Oh, seht mal, was da passiert. Etwas sehr Schlumpfiges. Diese Pappe ist wunderschön. Wir haben es geschafft, meine kleinen Schlümpfe. Wir haben den Stein des langen Lebens erneuert. Und du bist wieder jung, Sassette. Schlumpf, juhu, und du auch. Das wurde aber auch Zeit, mein Lieber. Du warst viel zu lange verhüllt. Du süßer Schlumpf. Oh, seht ihr? Alles wird so, wie es früher mal war. Ein dreifaches Hoch auf Opa Schlumpf. Ich fürchte, er wird es nicht hören können, Hefty.
Er ist tot. Nein, ist er nicht. Los, Obi, du stellst dich doch nur tot. Das stimmt doch, Papa Schlumpf. Sag doch was. Nein, Sassette. Opa hat sein Leben gegeben und damit uns Schlümpfe gerettet. Opa hat das größte Opfer gebracht. Ich hasse das größte Opfer. Und ich hasse, dass Opa nicht mehr bei uns ist. Ich auch. Er war so mutig. Ein Schlumpf, der es mit jedem aufnahm. Ich werde ihn nie wiedersehen. Opa, verdanke ich, dass ich noch lebe. Ich wollte mich mit einem Bankett bei ihm bedanken und jetzt geht es nicht mehr. Ja, meine Kleinen. Opa war ein Schlumpf unter Schlümpfen und wir werden ihn nie, nie wiedersehen. Schlumpf, oh du liebe Zeit! Regnet's etwa? Nein, Opa, es regnet nicht. Ganz im Gegenteil, es ist der schlumpfigste Tag meines Lebens. Ja! Yeah. Hurra! Das ist ein toller Tag! Erwachen, Erdhörnchen, Opi. Ich wusste, du hast dich nur totgestellt. Also, Handy, grab die Kiste wieder ein. Alles klar, Papa Schlumpf. Da wird sie für die nächsten 1000 Jahre sicher sein. Habe ich genug Zeit, mich auszuruhen? Und in Form zu kommen. Ich muss bereit sein, wenn wir die 4 Elemente wieder brauchen. Ich darf doch mit Papa Schlumpf. Frag mich nicht, Hefti. Dann wird uns ein anderer Schlumpf führen. Natürlich. Ich, Schlaubi Schlumpf. Ich fürchte nicht, Schlaubi. Die nächste Mission wird von Baby geleitet, das dann kein Baby mehr ist. Na klar, Baby Schlumpf. Ich hab's ja gewusst. Sag mal, ist das etwa immer so? Och, man gewöhnt sich an den Opa, wenn man nur lange genug mit ihm zusammen ist. Du wirst doch bei uns bleiben, nicht wahr, Opa? Ich will dir doch noch meine Erfindungen zeigen. Und du hast doch meine besten Gerichte gar nicht getestet. Koste doch mal den würzigen Schlumpfbeerkuchen. Und weißt du, Opa, du musst unbedingt meinen Garten mal im Frühjahr sehen. Dann ist er so wunderschön. Und die gesammelten Zitate von Schlaubi Schlumpf, die musst du lesen. Vertreib ihn doch nicht gleich, Schlaubi. Ich will, dass er mir von seinen vielen Reisen erzählt. Und von den Tieren, die er gesehen hat. Ach, vergiss das doch. Erzähl uns einfach von deinen Abenteuern, Opa. Wir können viel von dir lernen, Opa, wenn du bleiben willst. Wie der weise Mann sagt, wenn so viele Herzen zugleich nach dir rufen, kann nur ein Narr seine Ohren verschließen. Papa Schlumpf, heißt das, dass er bleiben wird? Das glaube ich ganz bestimmt, Hefti. Yippie! Schlumpf, hurra! Da bin ich aber richtig froh. Also ich bereite ein riesiges Bankett und dann werden wir Opa ehren. Und ich werde die Huldigung schreiben. Oder an den wandernden Schlumpf, der nach vielen Jahren nach Hause zurückgekehrt ist. Ich übernehme die Blumenarrangements. Was ist, Sassette? Bist du denn nicht froh, dass Opa von jetzt an hier bleibt? Wie kommst du denn darauf, Papi? Natürlich bin ich das. Ich liebe Opi doch. Ich habe mich nur gerade gefragt, was aus dem armen Papi Gargamel geworden ist. Oh, ich habe das Gefühl, wir haben ihn nicht zum letzten Mal gesehen. Oh, daran sind nur diese kleinen blauen Biester schuld. Ich hasse Schlümpfe, ich hasse Schlümpfe, ich hasse Schlümpfe. Schlumpfmellos zu rüsten ist eine große Kunst, Schlumpflinge, das wisst ihr ja. Kann ich den schon essen? Anscheinend ein bisschen zu stark geröstet. Ja, ein bisschen zu stark. Nimm noch einen. Wahrscheinlich noch nicht ganz durch. Ja, habe ich mir gedacht. Er ist bestimmt fertig. Da bin ich gar nicht so sicher. Lass mal versuchen. Keine Chance, doch. Er gehört mir. Oh, Baby! Das waren die letzten Schlumpfmellos. Dann müssen wir eben ein andermal wieder grillen. Ja, vielleicht kriegen wir Schlumpflinge dann auch mal einen zu kosten. Ich glaube, es wird langsam Zeit, ins Dorf zurückzugehen. Forschi, hol du schon mal Wasser, damit wir das Feuer löschen können. Und wir räumen auf.
Vergesst nicht, wir müssen den Wald so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben. Genau, Schlumpfi. Ich werde mich um die Reste kümmern. Immer kriege ich die schweren Arbeiten. So, fertig. Hey, guck mal, wir stecken ihn da rein, dann müssen wir ihn nicht zurückschleppen. Wir brauchen noch einen Eimer Wasser. Bitte nicht. Wir müssen ab so schlumpfig sicher sein, dass das Feuer auch aus ist. Sie ist doch aus, was die immer hat. So, alles sauber gemacht. Oh. Nein, keine Widerrede, Schlumpflinge. Wir müssen unseren Abfall mit nach Hause nehmen. Ja, Schlumpfine. Ich habe mich um die Reste gekümmert. Gut, beeilen wir uns ein bisschen. Es wird bald dunkel sein. Hallo, Forschi. Wir gehen schon los. Ja, ist gut, Schlumpfine. Ich komme gleich nach. Oh nein. Was? Das Feuer ist ja aus. Glaube ich jedenfalls. Ja, la, 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 la. Hast du noch Wasser auf das Feuer geschüttet, Forschi? Ja, das hast du doch gesehen, oder? Nein, Welpi, heute ist es zu spät. Wir werfen morgen wieder Stöckchen. Forschi, nun mach schon. Was ist denn los, hm? Ach, nichts, nichts. Hoffentlich. Forschi, kannst du nicht endlich mal leise sein? Wir versuchen ein bisschen zu schlafen. Ja, natürlich, tut mir leid. Was ist denn eigentlich mit dir los? Gar nichts, lasst mich doch einfach in Ruhe. Dich in Ruhe lassen? Die Sonne geht bald auf und dank dir haben wir noch keine. Übertreib doch nicht so, Sazette. Es ist erst 2 Uhr morgens. Und wo kommt dann das Licht her, bitteschön? Weiß ich doch nicht. Ich auch nicht. Das ist die Feuerglocke. Das muss ein Notfall sein. Kommt schnell. Ein Waldbrand, meine kleinen Schlümpfe. Der Wind treibt das Feuer hierher. Wir müssen es aufhalten, bevor es das Dorf erreicht. Hefti, weck die Schlümpfe auf und hol Werkzeug. Wir legen eine Feuerschneise. In Ordnung, Papa Schlumpf. Andy, lass dir von ein paar Schlümpfen helfen und hol den Löschwagen. Folgt mir. Ach du lieber Schlumpf, das ist ja furchtbar. Hör auf zu jammern, Forschi, wir müssen mithelfen. Ach. Meine Haut ist schon ganz ausgetrocknet. Erfrischungen, Erfrischungen. Wer möchte eine Erfrischung haben? Raumfeier, ist es gar nicht so einfach, diesen Baum zu fällen, Pauli. Pauli? Wenn ich das noch ein bisschen kürzer mache, siehst du 10 Jahre jünger aus. Lass uns das nachher besprechen, ja? Forschi! Forschi, langsam. Mit einer Axt muss man vorsichtig umgehen. Wir halten das Feuer doch auf, nicht wahr, Papa Schlumpf? Das können wir nur hoffen, kleiner Schlumpfling. Bevor ich mit dem Experiment beginne, benötige ich noch einige Zutaten. Rotznase, leer die Flaschen aus, putz sie und stell sie ordentlich nebeneinander. Ja, ja, ja. Ein ordentliches Durcheinander wäre mir lieber. Du hast mein ganzes Leben durcheinander gebracht. Das reicht. Dies
Dieser Spinner macht mich doch total wahnsinnig. Also was brauchen wir? Ringelwarzen, Wassermolchaugen, Krötenzunge, Salamanderschwänze? Ja. Ah, oh Himmel nochmal, wie konnte das passieren? Wie? Was? Ach du Schreck, das ist ja ein Waldbrand. Na? Weg da! Pass auf! Ich hab was ins Wasser reingetan! Die Feuerschleife ist fast fertig, Papa Schlumpf! Gerade noch rechtzeitig! Das Feuer wird uns gleich erreichen! Wasser! Ist es so besser? Ich bin dir unendlich dankbar, Handy. Handy, wir müssen das Feuer hier aufhalten. Jetzt tu dein Bestes. Na klar, geht in Ordnung, Papa Schlumpf. Glaubst du, er wird es schaffen? Er muss es einfach schaffen. Ich kann's aufhalten, Papa Schlumpf. Ich kann's aufhalten. Bitte, 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 bitte. Oh, Papa Schlumpf, der Wind! Breitet sich weiter aus. Oh je, wenn das so weitergeht, wird es noch unser Dorf niederbrennen. Es gibt noch eine Möglichkeit. Folgt mir. Hier drin ist ein Mittel, das Regenwolken erzeugt. Ich habe es während einer Dürrezeit entwickelt. Die Mischung ist von mir noch einmal verstärkt worden, damit es schneller wirkt. Sollte es nicht wirken, müssen wir alles für eine Evakuierung vorbereiten. Auf Wiedersehen, meine kleinen Schlümpfe. Auf Wiedersehen. Punktrotznase, wir brauchen noch mehr Wasser! Ich habe Jahre an meinem Traumhaus gebaut und ich habe nicht die Absicht, es zu verlieren. Also pump schneller, du Idiot! Schneller? Kann er haben. War das schnell genug für dich, Gadi? Du Miserables! Das sind Windturbulenzen, Federchen. Bleib ganz ruhig. Oh nein! Oh, danke, Federchen. Fliegen wir weiter. Flieg einen großen Kreis, Federchen, dann müssten wir es schaffen. Als unser armer Wald. Ach, die liebe Zeit, das sieht ja furchtbar aus. Warum ist das Feuer eigentlich ausgebrochen? Ich weiß genau, warum es ausgebrochen ist. Wirklich? Na klar, das können nur unvorsichtige Menschen gewesen sein. Ich hasse unvorsichtige Menschen. Ja, genau. Natürlich, unvorsichtige Menschen. Verstehst du jetzt, warum es so wichtig war, das Lagerfeuer richtig zu löschen? Ab so schlumpfig, Schlumpfine, ab so schlumpfig, klar. Baby! Seht mal, er ist schwer verwundet. Oh nein! Armer, armer Welpi, oh je. Lass ihn am Schlumpfsalz riechen. Aber Junge, wir brauchen Salbe und Verbandszeug. Das liegt im grünen Schrank. Ich hole es her, Papa Schlumpf. Das ist alles meine Schuld, Papa Schlumpf. Ich werde abgestürzt, der Wald ist abgebrannt und Baby ist verletzt. Das ist alles meine Schuld. Das auch noch, habe ich nicht schon genug angestellt. Ich habe alles gefunden. Das ging ja schlumpfschnell. Gut gemacht, Forschi. Auf dich kann man sich schon verlassen. Vielen Dank, Papa Schlumpf. Wenn wir Welpi versorgt haben, kümmern wir uns um die anderen Tiere. Welche anderen denn? Sieh mal, hier.
Um diese verwundeten Tiere müssen wir uns auch kümmern. Wir müssen vorübergehend Unterkünfte für sie bauen. Ned übernimmt die Leitung. Mein lieber Schlumpf, wenn ich die Menschen erwische, die das Feuer gelegt haben, dann... Ich weiß genau, was du meinst. Biff, bom, bom, wie schlumpf ich auf den Mond, stimmt's, Forschi? Ja, ja. Okay, Klamsi, ich will das Gatter bis morgen fertig haben. Hol mir ein paar Bretter von dort drüben, ja? Ist gut, Handy. Wie geht's voran, Ned? Prima, Papa Schlumpf. Alle Schlümpfe helfen mit. Opa kümmert sich um die Eichhörnchen. Wie geht es deinen Rehen, Hefti? Viel besser, Ned. Los, meine kleinen Freunde. Wir müssen die Läufe wieder auf Vordermann bringen. Hallo, ihr zwei. Wir wollen dich nicht beim Staubfischen stören. Was sagt ihr zu meinen schlumpfigen Seidenschals? Hebt ihre Fellfarbe hervor, findet ihr nicht? Sehr schlumpfig, Zwirni. Also, Felpi, du siehst ja wirklich toll aus. Und wenn man toll aussieht, fühlt man sich auch toll. Glaube mir, ich weiß, wovon ich spreche. Tja. Hast du nur noch diese eine Möhre? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch erst heute Morgen Handys Schlumpfkarottenspende aufgefüllt. Na? Totti! Eintritt nur für Häschen. Da hast du ja viel Unterstützung gekriegt, Ned. Und ob du es glaubst oder nicht, Papa Schlumpf, Forschi hilft mir von allen Schlümpfen am meisten. Ach ja? Da, guck doch. Morgens ist er der Erste, er macht nie eine Pause und arbeitet für fünf. Nicht möglich. Was ist denn in ihn gefahren? Ich hab alle Futtertröne gefüllt, Ned. Was kann ich jetzt tun? Eigentlich gar nichts im Moment. Warum ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Ausruhen? Aber es gibt doch immer was zu tun. Ach, Papa Schlumpf, ich lege die Tannenschönung an. Gute Idee, Fami. Es ist bestimmt richtig, mit der Aufforstung schon anzufangen. Ich möchte dir helfen. Zusammen forsten wir beide den Wald doppelt so schnell wieder auf. Ist gut, ich komm ja schön. Verstehst du jetzt, was ich meine? Donnerschlumpf, der kleine Schlumpfling ist die erste Hilfe, die ich je hatte. Ich muss schon sagen, das ist sehr ungewöhnlich für Forschi. Ich bin sehr beeindruckt. Forschi, Forschi! Was ist denn, Schlumpfine? Wach auf, es gibt Nachtisch. Ich glaube, ich mag heute keinen Nachtisch. Ich sehe lieber noch mal nach den Tieren. Moment mal, Forschi. Das ist ein ganz besonderer Nachtisch. Forschi und Ned sind die Größten, ja, Forschi und Ned sind die Größten, ja, Forschi und Ned. Guck mal, die auf dem Kuchen sehen aus wie wir. Ned und Forschi, in Anerkennung für eure schwere Arbeit im Wald und bei unseren obdachlosen Tieren, möchte ich euch diesen Orden überreichen, den Orden für Schlumpfigkeit. Hurra! Du musst eine Ansprache halten. Auweia, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sag du doch mal was, Forschi. Entschuldigt mich. Vielleicht war es ihm ja unangenehm, dass ihr so im Mittelpunkt gestanden habt. Naja, sowas kann er nicht. Aber irgendein Schlumpf muss eine Ansprache halten. Als ich Ned und Forschi vor vielen, vielen Jahren kennenlernte. Den Schlumpfigkeitsorden, wenn die du bist. Ich bin der unschlumpfigste Schlumpf der Welt. Ich fress einen Riesenmordsnase, wenn hier nicht irgendwo ein paar von diesen ekligen kleinen blauen Schlümpfen rumliegen. Schön knusprig geröstet, so wie ich's gern mag. Es ist nur eine Sache des Aufspürens. Hey, Gagi, die sehen aber gar nicht knusprig aus. Gib das her! Oh, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Da laufen sie ganz frei herum, diese selbsternannten Weltverbesserer, und warten nur darauf, dass ich sie besuche. Vergiss es, Gagi, die riechen dich schon auf 1000 Kilometer Entfernung. Dann mach dich mal auf eine Tarnungsstunde gefasst, mein kleiner Zauberlehrling. Früher oder später müssen die Schlümpfe hier vorbeikommen, um Schlumpfbeeren zu pflücken. Dann laufen sie uns direkt in die Arme. Das klappt doch nie im Leben, Gagi. Das ist eine total lächerliche Verkleidung.
Halt die Klappe und fang an zu brummen. Das muss ein total bescheuerter Schlumpf sein, der auf sowas reinfällt. La, 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 la. Das ist ja ein Ding. Das sind ja zwei verwundete Bären. Keine Angst, mein kleines Bärchen. Meine Freunde und ich, wir werden uns um dich kümmern. Und natürlich auch um deinen Vater. Ja, ist das nicht schlumpfig? Was hast du da, Papa Schlumpf? Ein Wachstumsmittel. Bei den Bäumen wird es wohl etwas länger dauern, aber ich bin sicher, es funktioniert. Ich habe die Stelle sauber gemacht, Ned. Was kann ich jetzt machen? Wenn du willst, kannst du auf alle Setzlinge ein wenig Wachstumsmittel träufeln. Dann wird unser Wald in 0, nichts wieder nachwachsen. Donner Schlumpf, dann leg ich gleich mal los. Junge, Junge, mir ist völlig schleierhaft, wie aus Forschi so ein Arbeitstier werden konnte. Halt mal, was war das? Potz Schlumpf, das ist Forschis Orden. Wir müssen ihn aus dem Fluss geangelt haben. Forschi würde so etwas Wertvolles nie verlieren. Forschi hat sich in letzter Zeit sehr merkwürdig benommen. Tja. Hoffentlich funktioniert das. Es muss einfach funktionieren. Warum war ich nur so unvorsichtig? Was meinst du denn mit unvorsichtig? Gar nichts, Papa Schlumpf. Hat es vielleicht damit etwas zu tun? Ja, Papa Schlumpf. Ich habe so das Gefühl, als müssten wir beide uns mal ernsthaft unterhalten. Mein kleiner Schlumpfling. Hallo Freunde, kommt alle mal her. Ich habe schon wieder verwundete Tiere aufgelesen. Das scheint ja doch zu klappen. Junge, Junge, ich finde, die sehen ein bisschen ungepflegt aus. Das kannst du laut sagen. Da hast du recht. Dieser hier konnte nicht mal mehr saubere Socken anziehen. Socken? Arznase. Ja, Gargamel! Ich liebe dich! Ja! Das ist ja keinen Fisch. Hau ab, du bist Köter. Hey, das macht ja viel mehr Spaß als Angeln. Komm, Rotznase. So viel Bewegung in der frischen Luft macht mich immer hungrig. Ach, ich weiß nicht, ob die anderen mir jemals verzeihen können, Papa Schlumpf. Jetzt, wo du die Wahrheit gesagt hast, ist es das Wichtigste, dass du dir selbst erst einmal verzeihst. Oh, guck doch! Was ist passiert? Wo sind die denn alle? Welpi, wer hat das getan? Hm? Oh nein, Gargamel! Was sollen wir bloß machen, Papa Schlumpf? Wir sind doch nur zu zweit. Vielleicht auch nicht, Forschi. Haha, gleich gibt's leckere Knusperschlümpfe. Hey, pass auf meinen Teint auf. Willst du die wirklich wegputzen? Worauf du dich verlassen kannst, aber vielleicht lasse ich dich mal kosten. Nein, danke. Blaue Grillwürstchen mag ich nicht. Gargamel, händige mir sofort diese Schlümpfe auf. Wer sagt das? Das sage ich, Forschi Schlumpf. Tja, du machst wohl Witze. Lauf nicht weg, du wirst die Nachspeise. Hehe, da habe ich dich schon. Oh, 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 ihr unverschämten Breitschwänze. Ah! Gut gemacht, mein kleiner Forschi. Sag mal, wo sind die hingelaufen? Hey, mach sofort das Licht wieder an. Au, Hilfe, Hilfe! Das war mal wieder heldenhaft von dir, Forschi. Wenn jetzt alles vorbei ist, denkst du vielleicht anders drüber. Oh, schnell! Nicht so schnell, ihr widerlichen Zwerge! Ich hasse Schlümpfe, ich hasse sie und alte Eulen hasse ich auch! Und deshalb versteht ihr aber alles allein meine Schuld. Oh, hätte ich das Lagerfeuer richtig ausgemacht, wie Schlumpfine gesagt hat, wäre überhaupt nichts passiert. Ich würde es gut verstehen, wenn ihr mir nicht verzeiht. Hör zu, Kleiner. Es bedarf schon einiger Größe, so einen großen Fehler zu machen. Es wäre nicht gerade schlumpfig von uns, dir nicht zu verzeihen. Oh, toll! Habt ihr das gesehen? Schlumpf, tausend! Da
Das hat wohl ein Wachstumsmittel gemacht. Ja, es wird zwar dauern, aber unser Wald wird dann wieder ganz der alte sein. Herzlichen Glückwunsch, Papa Schlumpf. Eigentlich hat ja Forschi die ganze Arbeit getan. Vielleicht möchtest du ihn jetzt wieder haben. Danke, vielen Dank, Papa Schlumpf. Vielen Dank. Wer hat Pudding in den Armen, Hefti? Zeig's ihm, Andy, zeig's ihm! Gib's zu, Hefti, deine Muskeln sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Ha, du hast doch schlapper Muskeln wie Schlumpfbeeren-Gelee. Schlumpfbeeren-Gelee? Ja. Hallo, ihr Schlümpfe. Wie schön, dass ihr alle versammelt seid. Ich möchte euch mein neues Frühlingskleid vorführen. Hey, runter da vorne! Ja! Weg da! Oh, entschuldigt bitte. Mach ihn alle heftig! Lass dir nicht gefallen, Andy! Immer stehen die Erwachsenen vorne. Fabi, schau dir mal mein neues Frühlingskleid an. Schau dir mal diese dicken, fetten Riesenwürmer an. Ja! Man erkennt gesunden Boden daran, welche Größe die Riesenwürmer haben. Tja, das ist allerdings hochinteressant. Übrigens, wie findest du eigentlich mein neues Parfum? Ehrlich gesagt, Schlumpfine, das Einzige, was ich hier draußen riechen kann, ist Dünger. Das ist mein Lieblingsparfüm. Tja, es ist Frühlingszeit und die Gedanken eines Bauern sind dann naturgemäß bei Düngemitteln und Riesenwürmern. Oh. Herein. Guten Tag, Papa Schlumpf. Hallo, Schlumpfine. Dieser Hefti, er hat doch wieder alle Wettkämpfe im Armdrücken gewonnen. Tatsächlich? Das ist doch kein Grund zum Weinen, Schlumpfine. Es wird doch mal ein anderer gewinnen. Deswegen weine ich doch gar nicht, Papa Schlumpf. Tja, und warum weinst du dann? Ach, die Schlümpfe interessieren sich alle nur für Muskeln und Regenwurm und Düngemittel. Ah ja? Das mag ja sehr schlumpfig für Sie sein, aber ich habe mehr Interesse an Parfums und schönen Frisuren und schlumpfigen Kleidern. Ich verstehe. Also, mir würde es ein Vergnügen sein, mit dir über Parfums und schöne Frisuren und schlumpfige Kleider zu reden, Schlumpfine. Ja, wirklich? Du bist süß, Papa Schlumpf. Und dieses Kleid passt sehr gut zur Fliederblüte. Aber das Kleid ist doch weiß. Es gibt doch auch weißen Flieder. Und morgen ziehe ich dieses Kleid zum Mittagessen an und dieses Kleid bewahre ich für Fahmis Steckrübenfest auf. Weil das ist überhaupt das Allerschönste von meinen Kleidern, findest du nicht, Papa Schlumpf? Papa Schlumpf? Tick, du bist. Oi, ich will nicht Kriegen spielen. Ich hab dich aber getickt. Und ich sagte, ich will nicht. Ach, hör doch auf damit. Niemand versteht mich. Mir geht's genauso. Was ist los, Schlumpfine? Doch, nett, das verstehst du doch nicht. Würde ein Brot mit Butter und Schlumpfbeerengelee helfen? Nein, danke, Schlaffi. Was ich brauche, ist noch eine Schlumpfine, mit der ich mich unterhalten kann. Und ich hab es nicht. Arme Schlumpfine. Könnten wir doch nur helfen. Tja, vielleicht können wir das. Wie denn? Ja, wie denn? Also zuerst brauchen wir mal einen Schlumpf, der uns helfen kann. Und ich hatte da zum Beispiel ein... Tja, meine kleinen Schlumpflinge, Schlumpfine ist tatsächlich mein Lieblingsthema. Nebst mir selber, natürlich. Oh, natürlich, ist ja klar. Also, du weiser und gelehrter Schlumpfschlaubi, erklär uns doch mal ausführlich, warum es nur eine Schlumpfine gibt. Weil sie, im Gegensatz zu uns Schlümpfen, nach einer geheimen Formel von Gargamel geschaffen wurde. Ah! Aber genug von Schlumpfine, lasst uns lieber vom großen Schlumpf Schlaubi reden. Ich wurde sehr jung im Leben geboren, aber... Hey, wo seid ihr denn hin? Halt still, Asrael, du sollst stillhalten! Ich bade doch genauso ungern wie du, du elendes Mistvieh, aber heute sind wir bei Mami zum Mittagessen eingeladen. Ja. Komm zurück, allein ertrage ich Mamis Kochkünste nicht. Hey, wir haben Glück. Gargamel und Asrael sind am Joggen. Hier ist sie. Was? Die Formel, mit der man eine Schlumpfine macht, du Stoffel. Ach, die sieht ja furchtbar aus. Offensichtlich gewinnt sie mit dem Alter.
Das haben wir gern vor Mamis Einladungtürmen. Hä? Was haben wir denn da? Da schau, Asrael, wir hatten Besuch. Tja, und es erweckt den Anschein, als hätte man sich meine Formel, wie man eine Schlumpfine macht, angeeignet. Noch eine Schlumpfine? Jetzt werden sie noch mal so glücklich sein. Es sei denn, ich kann sie für genau den Zweck benutzen, für den ich sie einmal geschaffen habe. Nämlich die Schlümpfe ein für alle Mal zu vernichten. Aha, ja, dieser Zauberspruch scheint mir sehr geeignet. Liegt nicht wie eine Fußmatte herum, Asael. Wir müssen uns jetzt nämlich schleunigst zur Zitter- und Bibbergrotte aufmachen, bevor die idiotischen Schlümpfe sie erreichen, verstehst du? Ja, es soll ja Leute geben, die vor Angst beim Anblick der Zitter- und Bibbergrotte schlottern, aber wir doch nicht, Asael, nicht? Lass uns schnell die Zauberformel sprechen und verschwinden, Asael. Asael? Die Schlümpfe brauchen einen Klumpen von diesem Zauberlehm, um ihre neue Schlumpfine zu machen. Und wenn ich diesen Zauberspruch gesagt habe, wird alles, was aus diesem Lehm gemacht wurde, in der nächsten Mittagssonne explodieren. Mächte der Dunkelheit, Quellen der Nacht, zerspringt zur Mittagszeit, dass es nur so kracht. Lehm, explodiere, wo immer du seist. Die Bosheit triumphiere, sei mein böser Geist. Papa Schlumpf soll ruhig seine Eier-Popeia-Formel für diese Schlumpfine aufsagen. Sie hat trotzdem nur einen einzigen Tag zu leben. Und wenn wir etwas Glück haben, Asrael, krawumms, dann nimmt sie die Schlümpfe und das ganze Dorf mit sich in die Luft. In dieser Grotte fange ich immer zu bibbern an, zu zittern fange ich an. Deswegen nennt man sie auch Zitter- und Bibbergrotte. Ach, ich find's gar nicht so unheimlich. Allerdings, meinen Geburtstag würde ich hier nicht feiern, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie gut, dass Papa Schlumpf Birnen pflücken gegangen ist. Der wird uns ja doch nur stören. Na, meine kleinen Schlumpflinge, nur nicht so stürmisch. Da hat er recht, immer die Ruhe bewahren. Tun wir noch den Zauberlein dazu und sagen wir den Zauberspruch. Giftet Tier und Schlangenbrut, Eises, Kälte und Sonnenblut, Sturm, Raus und Wolkenmeer, schafft uns eine Schlumpfine her. Schlaffi! Ach ja. Auweia, ich höre die Glocken immer noch dröhnen. Hey, ihr seht vielleicht dämlich aus da unten. Ich glaube, wir haben es geschafft. Sie ist ja noch ein Kind. Wie wir. Hallo, also ich heiße Ned und ich möchte dir Forschi und Schlaffi vorstellen. Dass ihr es gleich wisst, ich lasse mich von niemandem kommandieren. Autsch, wer hat denn jetzt das Licht ausgemacht? Das ist das schwerste Gewicht, das ich je gestemmt habe. Ich wette, du lässt es fallen, du Volltrottel. Was? Wer bist denn du? Na, komm her. Ja, bist du Hör auf damit, ja, lass das sein. Kehle. Papa Schlumpf. La 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 la. Wie gefallen dir deine Törtchen, du Schlumpfbärenstinke? Sie schmecken wie immer hervorragend. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf! Habt ihr diese unverschämte kleine Schlumpfine gesehen? Allerdings, ich werde die freche Göre Sassett nennen. Dieses kleine Miststück, sie hat mir Ameisen in die Hose getan und ist abgehauen. Also, was meint ihr, wo sie herkommt? Habt ihr hier Störche gesehen? Man braucht nicht unbedingt einen Storch, um eine Sassette zu bekommen. Also, wie du siehst, Papa Schlumpf hatten wir nur versucht, Schlumpfine aufzuhalten. Das ist keine Entschuldigung. Ihr habt die erste Regel des Schlumpfreiches gebrochen. Versuche nie, Schlumpfine aufzuheitern? Nein! Geh lieber zu Gargamel! Und die zweite?
Macht ihr nie in Papa Schlumpfs Labor zu schaffen? Also was machen wir jetzt mit der armen kleinen Sassette? Wir müssen sie finden und sie mit meinem Schlumpfigkeitsmittel begießen. Nur so können wir sie von Gargamels bösen Wesen befreien und sie in einen netten kleinen Schlumpfling verwandeln. Sassette! Kleine Sassi! Wo bist du? Was soll eine arme Schlumpfine bloß machen? Ich glaube, ich muss einfach mit dem Armdrücken anfangen oder eine Wurmzucht anlegen. Ach, wenn es doch nur noch eine Schlumpfine gäbe. Ach, wir würden zusammen Blumen pflücken und uns gegenseitig mit unseren Kleidern beraten. Wir würden so viel Spaß miteinander haben. Ah! Du siehst aus wie eine nasse Ratte, Blondie. Wir würden so viel Spaß miteinander haben. Sassette, wieder ein Schlumpf. Ich befehle es dir. Schlumpfhurra! Was ist denn jetzt auf einmal passiert? Wer seid denn ihr? Wir sind die Schlumpflinge. Nett. Forschi? Schlaffi, das sieht man doch. Und wer bist du? Und du? Ich bin Papa Schlumpf. Und ich bin Schlumpfine, mein kleiner Liebling. Darf ich euch noch eine Frage stellen? Natürlich! Wer bin ich? Du bist die kleine Sassette. Du bist ein Schlumpf wie wir. Ich bin ein Schlumpf? Das bist du, wenn du dich schlumpfig fühlst. Yippie! Ich fühle mich schlumpfig und wie ich mich schlumpfig fühle, Papi. Papi? Durch Mamis Kochkünste bekommt das Wort Bauchschmerzen eine ganz neue Dimension. Oh, und als Gipfel der Unverschämtheit hat sie uns auch noch was für zu Hause mitgegeben. Jetzt versuch du's mal, Sassette. Durchaus. Sogar Lebewesen, die Kilometer weit entfernt sind, werden hören, dass du ein Schlumpf bist. Geduld, Geduld, Azrael. Die neue Schlumpfine ist ihnen ja viel zu klein geraten. Die Trottel haben anscheinend eine Lehmmenge in der Größe eines Schlumpfs verwendet, anstatt in der Größe eines Menschen. Aber was kümmert's uns, Azrael? Sie ist groß genug, um ihren Zweck zu erfüllen. Morgen Mittag werden zwei teuflische Ereignisse stattfinden. Die neue Schlumpfine wird explodieren, Kravums. Und Mami macht für uns wieder Mittagessen. Ist doch alles wieder in Butter, was, Papa Schlumpf? Schlumpfine ist glücklich, Sassette ist glücklich und Papa ist glücklich. Es tut mir leid, meine Schlumpflinge, aber da ihr die beiden ersten Regeln der Schlümpfe gebrochen habt, müsst ihr bestraft werden. Morgen werdet ihr das ganze Dorf von oben bis unten sauber machen. Und den ganzen Tag wird es nichts zu essen geben. Ja, Papa Schlumpf. Das Herausputzen ist für eine Schlumpfine überhaupt das Allerschönste. Findest du nicht auch, Sassette? Sassette? Was machst du da? Ich spiele Fledermaus. Ach, du armes Kleines, du interessierst dich anscheinend gar nicht für schöne Kleider, stimmt's? Nee, aber dafür schmeiß ich gern mit Steinen und auf Bäume klettern finde ich riesig. Na schön, auch gut. Wenigstens willst du nicht Arm drücken und nach Regenwürmern graben. Nein, das machen wir morgen. Oh je. Ich wüsste gern, was Sassette jetzt tut. Ist mir wurscht, wenn sie nicht gewesen wäre, hätten wir jetzt nicht Winkeldienst. La 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 la. Schlumpffreunde, habt ihr Lust mit uns zu spielen? Wir dürfen nicht spielen, wir müssen den ganzen Tag arbeiten, weil wir... Windellieferdienst! Oh nein, bitte nicht noch mehr Windeln! Tja, dann macht's mal hübsch, ihr Süßen! La, 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 la. Tut mir leid, Kinder, aber Baby war heute sehr produktiv. Ja, ja, ja! Guck mal, Schlumpfine. Komm schon, lass uns hinter dem Frosch her. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. Oh ja, wir wollen schwimmen. Auf geht's. Du weißt wirklich, was Spaß macht, Schlumpfine. Bringt es immer so viel Spaß, ein Schlumpf zu sein? Sag schon, Schlumpfine. Nicht immer.
Warum nicht? Also manchmal haben wir Überschwemmungen und Brände und dann gibt's da noch Gargamel. Gargamel? Ist das so eine Art Medizin? Oh nein, Gargamel ist ein alter, böser und hässlicher Zauberer. Und wo wohnt dieser alte Bösewicht? Komm mit, am besten ich zeige ihn dir mal. Dann weißt du, warum du dich vor ihm in Acht nehmen musst. Blumen pflücken ist doch ein netter Zeitvertreib bis morgen zum großen Knall, nicht wahr, Asrael? Ich bin schrecklich, furchtbar schrecklich, bin der schrecklichste aller Zauberer der Welt. Und ach du meine Güte, der soll böse sein? Das ist doch ein Hampelmann. Glaub das nur ja nicht, der ist ein hundsgemeiner Kerl. Ach, so gut gefällt. Ich bin böse, wirklich böse. Ja, ich bin der schlimmste Zauberer auf der Welt. Gute Nacht, Sassett. Gute Nacht, Schlumpfine. Gute Nacht, Papi. Papi. Gute Nacht, Sassi. Gute Nacht, Schlumpflinge. Schlumpflinge? Die werden heute gut schlafen. Was heute wohl auf unserer Liste steht? Den Dorfbrunnen scheuern. Also dann los. Na, Schlumpfine, wollen wir Arm drücken und Regenwürmer ausgraben? Tut mir leid, Sassett. Ich muss heute Torti beim Geschirr abwaschen helfen. Och, aber wenn du lieber Würmer ausgraben willst, Schlumpfine, dann... Autsch! Dann würde ich dich bitten, mir beim Abwasch zu helfen. Ach, das macht gar nichts. Dann spiele ich eben mit den anderen Schlumpflingen. Wie ich sehe, haben die kleinen Schlumpflinge mein Laboratorium sehr schön sauber gemacht. Aber sie haben vergessen, diesen Kessel wegzuräumen. Sehr merkwürdig. Aber irgendetwas stimmt nicht mit diesem Lehm. La 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 la. Hey, was gibt's denn da zu sehen? Was macht ihr denn da? Nimmst du ein Bartfrosch? Wir versuchen, den Brunnen zu schrubben. Von oben bis unten. Ach, das bringt doch keinen Spaß. Hey, ich weiß was. Wenn ihr sowieso schon nass seid, lasst uns Feuerwehr spielen. Ihr seid das brennende Haus. Nervensäge! Oh, keine Lust zum Spielen? Spielen, spielen. Ich würde gern spielen. Wir alle würden gern spielen. Aber wir dürfen nicht spielen. Und warum? Weil... Ja, es tut uns leid, Sassett, aber wir können jetzt wirklich nicht spielen. Na gut, dann singe ich eben noch ein bisschen. Hör auf mit dem Gekrächz! Ich denk nicht dran. Ich bin ein Schlumpf und darauf bin ich stolz. Du bist kein Schlumpf, bist du nicht, bist du nicht! Jedenfalls kein richtiger Schlumpf! Was meinst du damit? Bist durch deinen blöden Zauberspruch von Gargamel entstanden und weil wir dich gemacht haben, bestraft Papa Schlumpf uns. Also du meinst, Papa Schlumpf will mich überhaupt nicht? Sieht so aus. Warte, Sassett. Du blöder Kerl, du hast sie gekränkt. Wenn schon. Ach, ich und meine große Klappe. Ich werde dir sagen, dass es mir leid tut. Äußerst verwirrend. Wirklich äußerst verwirrend. Gargamel hat diesen Lehm verzaubert. Ach du meine Güte, Sassett ist ja aus diesem Lehm gemacht. Gleich geht's los, Asrael Krabbe. Die Schlümpfe werden in 1000 Stücke zerrissen. Ach, ich wäre ja zu gern dabei, um es mitzuerleben. Was ist los? Was? Du? Papi Gargamel, hier bin ich. Ich will bei dir bleiben. Nein, bloß nicht. Hau bloß ab, du kleine blaue Zeitbombe. Aber du bist kein Papi. Nein, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Geh zurück in dein Dorf. Du findest das bestimmt. Geh nach Hause. Was ist los, Kätzchen? Wir werden uns sicher gut verstehen. Wir müssen Sassett noch vor Mittag mit dieser Anti-Explosionslösung begießen. Es tut mir furchtbar leid, dass ich hier von Gargamels Zauberspruch erzählt habe, Papa Schlumpf. Ich kann nun mal meinen Mund nicht halten. Da ist sie! Warum läufst du denn von mir weg, Papi Gargamel? Willst du mich denn gar nicht kennenlernen? Geh weg, ich bin nicht gesellig. Ich verstehe einfach nicht, warum mich niemand hat. Sassett, hier sind wir! Komm her, schnell, beeil dich! Aber ich gehöre doch nicht zu euch. Ich bin kein echter Schlumpf. Ich weiß, wie du dich fühlst, Sassett. Auch
Auch ich bin durch Gargamels Zauberformel entstanden, aber ich habe gelernt, ein echter Schlumpf zu sein. Das kannst du auch. Wirklich? Natürlich kannst du das, natürlich. Wirklich, du gehörst zu ihnen, Sassette. Sie haben dich so lieb und das ist die reine Wahrheit. Ist es nicht so? Zum ersten Mal in deinem Leben hast du recht, Gargamel. Dann wollt ihr mich also doch? Natürlich wollen wir das. Komm. Keinen Schreck kriegen jetzt. Oh. Ich hab das Gefühl, Papi spielt auch gerne Feuerwehr. Puh, das war in letzter Sekunde. Du sagst es. Und nur, weil die Wolken dort die Mittagssonne verdeckt hatten. Ich kann's einfach nicht verstehen, Azrael. Warum ist dieser verdammte Lehm nicht explodiert? Es ist doch Mittag. Es ist, Oh, bitte nicht. Nein! Da! Ah! Oh, was für ein Glück, Azrael. Es ist gerade Zeit zum Mittagessen. Wir sind wirklich froh, dass du wieder zu Hause bist, Sazet. Aber dies ist nicht mein richtiges Zuhause, denn ich bin immer noch kein richtiger Schlumpf. Tja, Sazet, dann gibt es allerdings nur noch eins. Adoption. Wir, die Schlümpfe, adoptieren dich, Sazet, als einen echten, blauen, kleinen Schlumpfling. So wie wir sind. Willkommen in der Familie. Es ist genauso, als hätte man eine Schwester. Tja, Sazet, willst du uns denn auch als Familie? Aber klar, Papi Schlumpf, und wie ich das will. Dann erkläre ich Papa Schlumpf, dich hiermit zu einem echten und braven blauen Schlumpf. Hurra! Hurra!